Anspruch ist hoch, wird immer höher aufgrund der Tatsache, dass A, alle Dinge immer zu jeder Zeit verfügbar sind. Das heißt, man kann sehr schnell vergleichen. Der zweite Punkt ist, dass die Ansprüche immer eine Dienstleistung oder ein Produkt in kürzeren Zyklen zu bekommen steigt. Und insofern ist das Thema Qualität natürlich einfach mit einem hohen Stellenwert versehen in den Unternehmen. Das merke ich auch aus der täglichen beruflichen Praxis, wo wir produzierende, aber auch Dienstleistungsunternehmen als Kunden haben. Als wichtigster Punkt sehe ich da die Unternehmenskultur. Das hat jetzt aus meiner Sicht auch nicht nur exklusiv was mit Dienstleistungen zu tun, sondern natürlich auch mit anderen Unternehmen. Wenn die Kultur nicht da ist, dann wird es schwierig. Darauf aufbauend macht es natürlich Sinn, eine Qualitätskultur zu entwickeln und auch eine Fehlerkultur, dass man eben Dinge zugeben darf, dass die Fehler gemacht werden dürfen, um daraus zu lernen und es besser zu machen. Das setzt einfach voraus, dass ich alle Mitarbeiter mit einbinde, dass ich alle Informationen, die sie für ihr Tagesgeschäft benötigen, zur Verfügung stelle, damit sie jederzeit wissen, wenn ich mal einen Haken im Tagesgeschäft habe, wo kann ich nachsehen. Und der zweite Aspekt, das Einbinden, finde ich eben sehr wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, Feedback zu geben oder auch Impulse selber zu geben und nicht nur einfach, ich sag mal, Konsument sind. Ja, es ist besser geworden aus meiner Sicht. Es ist noch nicht optimal, aber wir arbeiten ja daran. Aus dem Grunde hat sich ja auch der Fachkreis QM in der Dienstleistung gegründet, wo man im Grunde die ISO-Norm einfach noch mal ein bisschen schmackhafter, ein bisschen übersetzender für die Dienstleistungsbereiche machen möchte, um es einfach noch ein bisschen praktikabler und handhabbar zu haben.